und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute habe ich was ganz Besonderes für euch, aber auch für mich ist das was ganz Besonderes. Heute liegt hier auf meinem Tisch, ihr könnt es hier schon leicht erkennen, das Motorola Razr 5G. Wer in meiner Altersklasse ist, kennt auf jeden Fall noch das Ur-Motorola Razr. Wer wollte es damals nicht haben? Ich war ganz schön neidisch auf einen Kumpel, der es damals gehabt hat. Ja, jetzt ist hier die neueste Version des Razrs hier bei mir eingetroffen. Wir packen es heute mal aus. Ich schildere euch meine Eindrücke und wir schauen uns das besondere Gerät doch mal an, was da auch so besonders ist. Wer es noch nicht kennt, das seht ihr nach dem Intro. Los geht's! Ja, alleine die Verpackung ist schon besonders. Sie ist wie so eine Special Edition aufgebaut. Hier ein Pappschuber, der in die Länge gezogen ist. Und dann hier oben so ein Plexiglas-Verkleidung mit dem Motorola-Logo und hier nochmal Razr 5G. Es gab ja auch eine normale Version des Razrs. Das war sogar ein paar Monate früher ist das rausgekommen. Jetzt nochmal eine Neuauflage mit 5G und auch das Ganze natürlich mit dem biegsamen Display, welches dann auch noch erweitert worden ist. Und das schauen wir uns natürlich ganz in Ruhe heute an. Wir ziehen hier die Verpackung nach oben weg. Und hier könnt ihr erkennen, wie besonders das dann schon aussieht. Auch der Verpackungsinhalt ist besonders verpackt. Das Razr lassen wir doch mal noch in dem Ständer, sage ich jetzt mal, stehen und schauen erstmal, was hier noch alles drin ist. Hier habt ihr auch nochmal schön Razr stehen und es ist so eine stoffummantelte kleine Verpackung nochmal hier, die auch mit einem Magnet zusammengehalten wird und es muss auch ein bisschen was Besonderes sein, weil das Ganze ist im Moment preislich bei knapp 1500 Euro. Ja, ihr sagen natürlich viele, boah, ein Motorola-Smartphone für 1500 Euro, aber ich finde, genauso wie auch die faltbaren Displays von Samsung, von Huawei, es ist natürlich auch ein kleines Risiko der Hersteller. Es ist eine neue Technik und natürlich kostet die Technik Geld. Und das muss natürlich auch irgendwie auf den Kunden umgeschlagen werden. Die neueste Technik, wer es ausprobieren möchte, muss natürlich dann auch damit rechnen, dass man halt auch mal 1500 Euro für ein Motorola Razr Gerät bezahlen muss. Aber machen wir weiter mit der Packung und da seht ihr hier gleich in einem, ich lasse es gerade drin, in so einem Gummi festgehalten, nochmal Papierkram. Dann haben wir hier, wir laden jetzt mal alles aus, was hier alles dabei ist. Und dann schauen wir uns das nochmal ganz in Ruhe an, weil Motorola legt doch dann schon einiges dazu für 1500 Euro. So, wir fangen natürlich mal an hier mit dem Kabel. Das ist ein USB-C auf USB-A Lade- und Datenkabel. Das ist ja zum Glück Standard mittlerweile USB-C. Dann haben wir hier ein Turbo Power Netzteil, nennt es Motorola, 15 Watt. Ich sag mal, Turbo Power ist ein bisschen hochgegriffen. Also da könnte Motorola langsam auch ein bisschen mehr Watt mitliefern, was das Netzteil angeht. Das ist ein bisschen schade. Im Razr übrigens 2800 mAh starker Akku, bevor ich es nachher vergesse. Da erwähne ich das jetzt schon mal. Ja, des Weiteren haben wir Kopfhörer dabei und das sind dann doch schon etwas speziellere Kopfhörer mit USB-C-Anschluss. Es sind keine Bluetooth-Kopfhörer, sondern kabelgebundene, aber es hat so eine schöne Stoffummantelung und sie sehen auch doch schon etwas hochwertiger aus. Motorola nennt es Razr Earbuds, also die dürften sich doch schon etwas besser anhören. Ich werde sie jetzt nicht testen, weil ich halt nicht der Erste bin, der das Ding auspackt, da müsst ihr mir verzeihen. Ja, dann habt ihr hier natürlich noch Ersatz-Eartips oder wie ich immer sage, Nüpsel, die ihr auch nochmal draufziehen könnt. Das ist eine kleinere Größe, wie das aussieht. Da hat Motorola auch dran gedacht. Und hier nochmal die mittlere Größe und die größte Größe war auf den Earbuds drauf. SIM-Check-Tool, das brauchen wir natürlich wie immer, um in den SIM-Schacht zu schauen, wenn ich es irgendwie rausbekomme. So, jetzt haben wir es. Ja, und jetzt kommen wir zu dem Star der Show. Ich bin ganz gespannt.
Ich habe es natürlich ganz kurz mal aufgehabt. Ich muss es ehrlich zugeben, ich lege es jetzt mal so auf die Front drauf. Ja, das war's, was in der Verpackung ist. Und jetzt schauen wir uns das Teil doch mal an. Und jeder wartet natürlich erst drauf, bis ich zusammenklappe. Achtung, jetzt probieren wir es einfach mal. Jawohl, es klappt jetzt nicht von alleine zu, wie jetzt ein Fold-Gerät zum Beispiel von Samsung. Sondern man muss es schon ein bisschen drücken, habe ich das Gefühl. Es geht eher so von alleine auf und man hört ein Geräusch. Hört mal. Das ist jetzt nicht so schön, das kommt jetzt nicht so hochwertig rüber. Aber machen wir jetzt eins nach dem anderen. Erstmal zur Verarbeitung. Auf der Außenseite, ich hätte beinahe gesagt Rückseite, aber wo ist die Rückseite? Rückseite ist ja eher das hier. Das ist dann ja eher dann Front, wenn es zusammengeklappt ist. Aber wir haben überall Glas und Metallrahmen, also hochwertige Materialien. Da gibt Motorola alles und wir haben wirklich tolle Materialien hier verbaut. Hier das Scharnier, das ist das eine ein bisschen andere Technik, als natürlich Samsung es entwickelt hat. Man sieht so kleine Zahnrädchen, die so ineinander greifen. Und ihr seht das Display, das so ein bisschen, ich hoffe, ihr könnt es erkennen, wenn jetzt zoome ich ein bisschen ran, das Display hebt sich erst ein bisschen und geht dann in eine Kuhle hinten rein, dass man es dann quasi zusammenklappen kann und biegsam ist. Ja, es ist so ein Glas-Kunststoff-Gemisch, wie ich gelesen habe. Ganz so viele Infos habe ich jetzt nicht darüber gefunden. Aber machen wir erstmal am Rand weiter. Wir haben hier oben die Lautern-Leiser-Wippe, die auch aus Metall ist und sehr gut verarbeitet ist. Ja, ganz oben haben wir jetzt nichts am Rahmen. Hier haben wir, glaube ich, den Powerschalter oder das ist auch der Anschalter für das Display außen. Das müssen wir mal gucken gleich. Dann haben wir hier, wie gesagt, das Scharnier. Und auf der Unterseite, ich klappe es nochmal zusammen, auf der Unterseite haben wir einen Lautsprecher, es ist ein Monolautsprecher. Dann haben wir einen USB-C 3.1 Port, da gibt Motorola auch alles. Und hier der SIM-Schacht, den wir jetzt auch mal aufpieksen und uns das mal genauer anschauen, was Motorola uns da bietet. Und wir haben eine Single-SIM. Ich hoffe, dass das Teil noch ganz ist. Ah, das ist eine neue Technik hier, sehe ich gerade. Ihr könnt eine SIM-Karte verbauen und ihr habt die Möglichkeit noch, eine zweite, aber als eSIM verbaute zu aktivieren. Das machen wir doch hier jetzt wieder ganz vorsichtig rein. Und jetzt klappen wir es nochmal auf. Jetzt kommen wir nämlich zu den Maßen des Geräts. Wir haben im aufgeklappten Zustand 76 mm in der Breite, 168,6 mm in der Höhe und dann ist es 7,9 mm dick oder dünn. Ja, hier unten eher nicht. Da ist es dann sehr wahrscheinlich die 16 mm, die wir im zusammengeklappten Zustand haben. Dann haben wir eine Gesamtgröße von natürlich auch wieder 76 mm auf 90,8 mm. Gewicht des Motorola Razr 5G liegt bei 190 Gramm. Das ist wirklich schön. So ist es handlich. Ihr seht es, es passt absolut perfekt in meine Hand rein und es trägt in der Dicke natürlich dann schon etwas auf, aber ihr habt halt nicht so einen langen Brocken irgendwie in der Hosentasche, aber natürlich etwas dickeres. Ja, im aufgeklappten Zustand haben wir dann auf der Front ein 6,2 Zoll großes P-OLED Flex Display, nennt Motorola das, mit einer HD-Auflösung. Es ist ein bisschen komisch, die Pixel 2142 x 876 Pixel bei 373 ppi. Also HD Plus soll es angeblich sein. Es ist ein Cinema Vision Display in Format 21:9. Hier oben noch eine etwas größere Notch und im zusammengeklappten Zustand haben wir hier auf der Front, dann würde ich es nennen, ein 2,7 Zoll großes OLED-Display mit einer Auflösung von 600 x 800 Pixel, 370 ppi und ein 4:3 Format. Ihr fragt euch jetzt vielleicht, für was soll dieses Außendisplay herhalten? Ja, man muss ja nicht unbedingt immer das
ganzes Smartphone aufklappen, um zum Beispiel eine Benachrichtigung, eine WhatsApp oder eine Twitter-Nachricht oder zu lesen. Oder man kann auch bestimmt mal eine E-Mail drauf lesen und auch sogar alles beantworten. Es dient natürlich auch im aufgeklappten Zustand dann für die Kamera als Vorschau-Display für den, den man fotografiert. Das klappt auch wirklich gut. Und wenn wir gerade bei Kameras sind, machen wir da natürlich weiter. Diese Kamera, die ihr hier seht, ist die 48 Megapixel Hauptkamera mit einer Blende von f1.7. Sie ist optisch bildstabilisiert. Ihr könnt digital zum Darstellen. Die Fotos könnt ihr im RAW-Format abspeichern. Autofokus ist natürlich auch dabei und eine künstliche Intelligenz. Aber welcher Hersteller hat das natürlich nicht heutzutage? Ja, hier vorne in der Notch haben wir dann eine 20 Megapixel Frontkamera mit einer Blende von f2.2. Da müssen wir mal schauen, was die Kameras so hergeben. Das könnt ihr wie gewohnt auf meinen Social Media Kanälen sehen. Wie gewohnt blende ich euch hier oben was ein. Da könnt ihr gerne folgen. Da könnt ihr alles über das Gerät und auch Fotos von dem Gerät sehen und alles, was ich noch so treibe. Ja, jetzt schalten wir das Gerät mal an. Mal schauen, welcher Knopf es ist. Ob es der hier ist auf der linken Seite. Jawohl, ihr seht Motorola Logo. Und bestimmt auch die typischen Sounds von Motorola. Wir haben hier auf dem Gerät Stock Android installiert. Android 10 in reinster Form. Und jetzt richten wir das doch Ganze mal ganz schnell ein. Ihr wisst es, ich spule dann immer ein bisschen weiter. Wir richten jetzt ganz schnell den Fingerabdrucksensor ein. Und da müssen wir erstmal suchen, weil hier im Motorola-Logo, habe ich vorhin vergessen, beim Rundgang ist der Fingerabdrucksensor versteckt. Das macht Motorola ja öfters bei seinen Geräten und der richtet sich richtig schnell ein. Aber im aufgeklappten Zustand, muss ich ehrlich sagen, ist der jetzt richtig tief angesetzt. Man kann es natürlich nicht hier oben ansetzen, wie man es gewohnt ist, weil da ist ja das Display. Da wäre natürlich die Möglichkeit gewesen, einfach einen Fingerabdrucksensor unter dem Display zu verbauen. Die Technik gibt es ja heute schon. Das hätte sehr gut funktioniert. Da hätte man sehr gut auch hier schon gleich das Gerät entsperren können. Gut, das ist vielleicht für die neueste Version des Razers für nächstes Jahr vielleicht eine Idee wert. Ja, machen wir weiter und schauen, was die Einrichtung noch so hergibt. Ja, da sind wir natürlich einverstanden mit den ganzen Motorola-Einstellungen. Immer zulassen. Und jetzt wollen wir das doch mal probieren. Jawohl, jawohl, die Gestensteuerung. Ja, ein neuer Sound von Motorola und hat sich gar nicht mal so schlecht angehört. Jetzt sind wir in der Oberfläche und jetzt der erste Eindruck. Also ich muss sagen, wenn das HD-Auflösung ist, dann weiß ich ja auch nicht. Also das ist wirklich sehr toll. Das sind natürlich relativ kleine Icons, weil das Display ist ja schon ziemlich dünn, schmal gehalten und in die Länge gezogen. Aber also die Darstellung gefällt mir richtig gut. Farblich gefällt mir es richtig gut. Wenn jemand weiß, ob das wirklich HD-Auflösung ist oder was anderes, schreibt mir es gerne mal unten in die Kommentare. Mir gefällt es, wie gesagt, richtig, richtig gut. Und ich muss sagen, trotz 60 Hertz Display ist das absolut okay. Also es ist natürlich ein, ja, ich nenne es mal ein Liebhaberstück. Man muss es mögen für 1500 Euro. Das ist ganz klar. Das wollen nicht alle ausgeben, weil man ja auch nicht weiß, wie lang die Scharniere halten oder sich da der Dreck reinsetzt. Da muss man natürlich auf Langzeit-Reviews schauen und so weiter und so fort. Das Gerät ist übrigens nach IPX8 zertifiziert. Es ist laut Motorola ein wasserabweisendes Design. Aber hier, ihr seht das ja, habt ihr auf jeden Fall Stellen, wo Feuchtigkeit eintreten kann. Also da wäre ich dann doch vorsichtig mit Wasser und Feuchtigkeit. Da muss man wirklich aufpassen. Ja, gepowert wird das Gerät und daran sieht man, dass Motorola es nicht zu einem Gaming-Smartphone natürlich machen will, ist ja ganz klar. Also, dass dieses Gerät hier in dem Format als Gaming-Smartphone zu nutzen und man würde es andauernd hier kippen und zusammenklappen, ist ja sowieso nicht so Sinn der Sache. Deswegen hat sich Motorola entschieden für einen Mittelklasse-Prozessor und es ist der beliebteste Mittelklasse-Prozessor aus 2020. Es ist der Snapdragon 765 Octa-Core mit 2,3 GHz. Das Ganze wird unterstützt von einer Adreno 620 Grafikeinheit und jetzt
8 GB LPDDR4-RAM, da legt Motorola doch wieder richtig zu, dass alle Apps funktionieren, dass es richtig schnell im Multitasking funktioniert. 256 GB UFS, ich glaube 2.1 interner Speicher. Auch da hat Motorola wirklich dran gedacht, genug Speicher zu verbauen, weil ihr habt keine Möglichkeit, den internen Speicher zu erweitern mit einer SD-Karte. Und das Ganze gibt dann AnTuTu Benchmark-Punkte von 304.500 Punkte. Finde ich für einen Mittelklasse-Prozessor einfach ein guter Wert, und auch der Snapdragon 765 ist ein wirklich guter Prozessor. Da laufen alle Apps flüssig, da ruckelt eigentlich gar nichts. Und wie gesagt, zum Spielen ist das Gerät nicht gedacht oder auch nicht unbedingt geeignet. Jetzt probieren wir mal den Fingerabdrucksensor aus, der doch relativ tief, wie gesagt, angebracht ist. Und ja, also er ist jetzt nicht gerade der allerschnellste, aber er entsperrt doch ordentlich und auch ja ohne irgendwelche Fehleingaben. Ja, und jetzt klappen wir es doch einfach mal zu und schauen uns mal das äußere Display an, was wir da sehen können. Ihr seht einen Homescreen mit Uhrzeit und ein Schloss. Da kann man hinten auch den Fingerabdrucksensor, der jetzt gerade nicht erkannt worden ist, aber jetzt aktivieren. Und ihr könnt auch von links nach rechts quasi. Und dann habt ihr, ja, mit dieser Kamera, mit der Hauptkamera, könnt ihr euch selber quasi filmen. Ihr könnt es quasi nicht unbedingt sehen, aber vielleicht könnt ihr das hier in der Kamera sehen. Dann könnt ihr euch quasi selber jetzt sehen. Nein, ihr seht natürlich meine Kamera, das ist ganz klar. Aber man hat halt die Möglichkeit, wenn dann hier seitlich könnt ihr die lauter und leiser Taste drücken, und dann schaue ich mal kurz in die Kamera und mach mal ein Foto. Jawohl, könnt ihr euch auch anschauen und löschen, teilen und so weiter, ohne das Gerät aufzuklappen. Das ist doch wirklich toll gemacht. Also das ist wirklich mal ein Nutzen von einem zweiten Display, ist gar nicht so verkehrt. Hier habt ihr die Gestensteuerung, die könnt ihr auch nutzen quasi. Und hier habt ihr App-Verknüpfungen, die ihr festlegen könnt. Da könnt ihr alles so einstellen hier bei der App-Verwaltung, wie ihr das wollt. Ja, von unten nach oben habt ihr dann die Schnellstartleiste, die ihr normalerweise von oben nach unten runterzieht. Also ihr könnt das Gerät quasi so nutzen, wie auch ganz normal im aufgeklappten Zustand, würde ich jetzt mal sagen. Also das ist wirklich cool gemacht. Wir klappen es nochmal auf, schauen uns mal noch die Kamera-App an, was da Motorola so verbaut in der 48 Megapixel Hauptkamera. Ihr habt hier einen Porträtmodus, ihr habt einen Nachtmodus, ihr habt einen Cinema-Modus, ihr habt einen Panorama-Modus natürlich und so weiter und so fort. Ein Pro-Modus auch, wo ihr alles einstellen könnt, von Blende, von ISO, von alles, was ja die Profi-Fotografen so einstellen wollen. Videomodus haben wir natürlich auch. Mal schauen, was da möglich ist. Da schauen wir doch mal, welche Auflösung hier möglich ist. Full HD ist eingestellt, ihr könnt 4K Videos aufnehmen. Das kann das Motorola Razr auf jeden Fall darstellen. Und hier kann man natürlich auch die Frontkamera jetzt auch aktivieren. Und dann machen wir da auch noch ein Foto. Und dann könnt ihr mal zu der anderen Frontkamera doch mal einen Vergleich ziehen. Muss noch mal lachen. So, und dann könnt ihr jetzt im Video sehen, im zusammengeklappten Zustand mit der Hauptkamera ein Selfie zu machen und jetzt hier mit der Frontkamera, die hier oben verbaut ist, auch nochmal ein Selfie. Ihr könnt mir ja mal gerne in die Kommentare schreiben, was ihr von so einem, ja, Prototypen will ich nicht sagen, weil es ist schon, also es fühlt sich eigentlich relativ hochwertig an und auch relativ fertig. Natürlich gibt es immer weitere Entwicklungsmöglichkeiten. Gerade bei dem Scharnier hier zum Klappen, da gibt es natürlich immer Möglichkeiten der Hersteller, um eine Weiterentwicklung voranzubringen. Aber für mich macht das Gerät einen tollen Eindruck, und das Außendisplay kann man wirklich gut gebrauchen. Da kann man auch nichts sagen, das ist wirklich gut integriert. Und also ich bin durchaus begeistert, und ich werde das Teil doch jetzt mal ein paar Tage als Daily Driver testen. Und wie gesagt, ihr könnt auf Social Media alles lesen, aber ich kann hier mit einer Hand, kann ich das jetzt eigentlich aufklappen? Boah, es geht schwer. Also ihr habt gesehen, es ist eher nicht dafür, mit einer Hand aufzuklappen. Also ihr müsst das dann schon mit zwei Händen aufklappen, sonst habt ihr da ein Problem. Ich würde sagen, das soll es jetzt gewesen sein für das Motorola Razr 5G.
mit der Hauptkamera im zugeklappten Zustand gefilmt. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch gerne mal einen Kommentar und ein Like da. Und um keine weiteren Videos zu verpassen, abonniert gerne diesen Kanal. Und dann bleibt eigentlich nur noch zu sagen, bis zum nächsten Video. Ciao!